Ein Kribbeln im Mundraum oder auch auf der Zunge, hast du das vielleicht schon mal gespürt, nachdem du vielleicht eine Nussriegel gegessen hast? Das könnte eine Nussallergie sein. In diesem 100 Sekunden Gesundheitsvideo erzähle ich dir einmal alles rund darum, was ist überhaupt die Nussallergie oder was ist eine Allergie, auf welche Nüsse können wir reagieren und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dem ein bisschen entgegenzuwirken? Also, 100 Sekunden Gesundheit, los geht's! Eine Nussallergie ist eine Lebensmittelallergie. Also hier reagiert der Körper quasi auf Bestandteile in Lebensmitteln, auf die er eigentlich nicht reagieren sollte, mit einer Überreaktion. Das heißt, hier werden Antikörper gebildet. Bei der Allergie sind das IgE-Antikörper. Ja, und die reagieren dann quasi und führen zu solchen Reaktionen, Hautreaktionen, Unwohlsein. Bei der Nuss und bei der Nussallergie vor allem die Reaktionen im Mundraum und auch Anschwellen quasi der Luftröhre, was nachher auch zum Notfall oder im schlimmsten Fall bei einem allergischen Schock zum Tod führen kann. Also ist die Nussallergie schon oder kann sehr gefährlich sein. Meistens ja, wird das schon oder beginnt das schon im Kindesalter und tatsächlich geht diese Allergie auch selten verloren mit der Pubertät wie andere Allergien. Das heißt, 80% der Erwachsenen tragen auch diese Allergie quasi weiter aus dem Kindheitsalter. Gegen welche Nüsse kann man eigentlich allergisch sein oder was sind so die häufigsten? Tatsächlich ist hier die Erdnuss zu nennen, obwohl die Erdnuss eigentlich gar keine Nuss ist, sondern botanisch eine Hülsenfrucht. Deswegen als wirkliche Nüsse danach sind das eher Haselnüsse und Walnüsse. Und wenn du gegen eine Nuss reagierst, heißt das nicht unbedingt, dass du auch gegen andere reagieren musst. Und gibt es hier auch Kreuzallergien? Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, ihr habt eine Allergie, beispielsweise eine Erdnussallergie, und dann reagiert die auch kreuz zu anderen Pollen, Lebensmitteln oder anderen Nüssen, weil sich quasi diese Allergene ähneln, das heißt diese Proteine, auf die ihr reagiert. Das heißt, das kann sein und achtet da mal drauf. Es gibt so Kreuzallergietabellen bei uns einfach im Blog. Schaut da einfach mal beim Link vorbei. Ansonsten kann man was gegen diese Allergie überhaupt tun? Tatsächlich kann man nicht so richtig was dagegen tun, sondern einfach halt diese Lebensmittel weglassen. Das heißt, achtet einfach darauf, die Lebensmittel komplett aus eurer Ernährung zu streichen, auch Spuren bei Nüssen und für den allergischen Schock. Gibt es hier auch Hilfsmittel, die euch quasi ja möglichst schnell dabei helfen, dass nicht eure Luftröhre nachher zuschwillt und ihr eventuell hier zu einem ja irgendwie schlimmen Ende noch kommt? Also, das waren doch die 100 Sekunden, ganz knapp diesmal geschafft. Wenn ihr mehr wissen wollt, wir haben für euch auch auf jeden Fall einen Artikel zur Nussallergie. Da ist alles nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Das heißt, ne, was überhaupt, was gibt es für unterschiedliche Allergien? Auch die Kreuzallergene sind da nochmal genannt. Schaut da gerne bei uns auf der Website, einfach im Gesundheitsportal. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt die direkt hier drunter. Wir beantworten die sehr gerne. Like das Video, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Das hilft auch uns weiter, mehr Leute mit diesem gesundheitsrelevanten Content zu erreichen. Und ansonsten viele Grüße von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Markus von Sarah Screen.